Die Sonne strahlt mir ins Gesicht. Ich bin wach. Und da drüben, hier, da sitzt der Herr Goldmann rum. Und bald kommt uns jemand noch eine andere Person besuchen. Der wird uns angucken und dann gelaufen wir so ein bisschen mit dir zusammen. Das wird bald passieren. Aber wir chillen hier noch so ein bisschen rum hier in so unseren Schlafplatz. Weil das ist geil. Das ist richtig chillig. Und die Sonne, die strahlt mir noch immer auf mein Gehirn rein. Und mein Gehirn schwappt rum. So, Marv ConTV ist angekommen. Hallo, ich habe Frühstück mitgebracht. Richtig geil. Es gibt nur Zwiebeln zum Frühstück. Nur Zwiebeln. Und darauf werde ich erstmal einen guten Morgen Bier trinken. Ein Frühstücksbier. Nee. Geprost! Ich bin eine Morgenlarve. So, Marvin ist von Bremen nach Fern hergefahren und er hat uns Frühstück mitgebracht. Mettbrötchen. Richtig geil, das werden wir jetzt essen. Vielen Dank fürs Mitbringen. Ja, bitte schön. Geprost. Prost. Prost. Geprost. Prost. Nicht über den Brief holen, Mann. Ich bin ein wildes Gesicht. So, ich habe hier gepennt. Und der Herr Goldmann, er baut seinen Schlafplatz ab. Ich bin so ein richtiger Steißbein. Steißbein. Mein Koffein ist fertig. Ja, ich kann mich jedes Mal wiederholen. Kaffee draußen oder Natur zu saufen ist geil. Ich bin ein Wasserläufergesicht. Leute, guck mal. Ich bin ein Wurm. Der Herr Goldmann hat einen richtig roten Kopf. Ja. Ich habe auch richtig rote Arme von dieser Sonne die ganze Zeit. Das brennt auch alles voll hier. Also es ist auch Sonnenbrand, sag ich. Ich bin ein Stück Möwenscheiße. So, die Sachen sind gepackt. Und jetzt gelaufen wir. Jetzt Wanderung, Tag, keine Ahnung, was Start kommt. Wir sind gestartet. Und dieser Wagen, der kippt hier jedes Mal ständig hier um, hier auf diesen Scheißweg. Das nervt voll. Das ist Zeitverschwendung. Und dieser Müllsack, ich habe das jetzt hier reingepackt, weil ich habe keine Mülltüten mehr. Deswegen habe ich den Müll jetzt hier in diesen Beutel hier reingepackt. Der nervt auch die ganze Zeit rum. Wir müssen unbedingt dringend so einen Mülleimer finden, wo ich diesen ganzen nervigen Müll, was mich die ganze Zeit nervt, reinschmeißen kann. Und seht ihr diese Schramme von, ich glaube gestern war das, wo hier dieser Traktor drüber gefahren ist. Das war so ein richtiger Arschlochbauer gewesen, der hier diese Schramme hier reingemacht hat. Am Solarpanel. Und hier auch so ein bisschen. Das sind richtig, richtig ekelhafte Kratzer. Die sind pervers.
Die sind genauso pervers wie ich selbst. Guck mal, das ist eine richtige Apfelmülltonne. Richtig geil. Das heißt, wir können endlich hier unseren Müll hier reinpacken. Mein Gehirn besteht aus Bazillen. Guck mal, das hier, das ist ein richtiger Kackwasser da unten. Das habe ich mal selber gemacht. Hier, wir belästigen jetzt Warnebergen oder wie das heißt. Aus meinem Mund kommen Kaulquappen raus. Das finde ich auf jeden Fall wahrscheinlich besser. Sowas halt weniger oder gar nicht. Kann so auch sowas verlaufen. Das ist aber auch cool, weil. Das ist ein richtig widerlicher Wind gerade. Der ist richtig hier bakterienhaft. Durch meine Zahnlücke passen Kitzler durch. Ich bin ein richtiger Mückenkopf. Ich bin eine schwedische Fackel, die rumpisst. Ich steig ihn auf den Bart mit dem. Es fliegt! Es fliegt so wie morgen meine Sperma! Ich bin eine fliegende Hämorrhoide! Die Hämorrhoide fliegt? Die Hämorrhoide landet? Die Hämorrhoide ist gelandet. Leute, wir sind jetzt gerade hier an dieser Stelle angekommen, wo ich letztes Jahr mit Ihnen hier, mit MarvConTV, hier rumgelaufen sind, um in einem Lost Place zu übernachten. Also ein Lost Place, der nach Richtung Daland geht, in so einer Ruine. Und hier ist diese Stelle. Also mal Minusgrad haben wir da gepennt. Und genau hier ist diese Stelle, wo Scheiße auf dem Boden lag und ich mit meinem Fuß dann da drauf getreten bin. Und ich dann diese Scheiße dann hier so in diesem Gras hier so abgemacht habe, vom Schuh aus. Genau, da erinnere ich mich ganz genau dran. Das müsste genau diese Stelle gewesen sein, wo ich drauf getreten bin. Und da laufen wir jetzt gerade lang. Ich bin ein Ameisengesicht. Und ich bin ein richtiger Face-Sitting-Squirt-Gesicht. Voll Fettstorchennest. Voll Fettstorchennest. Storchennest mit Fett dran. Voll Fettstorchennest. Da. Ich bin ein Kieselsteinkopf. Und da drauf und auf mir wächst Wald. Nein. Ein Stoppelfeld. Guck mal, was wir gefunden haben. Hier vorne sind Eier drin. Und wir haben uns eine Packung rausgeholt. Genauso wie wenn ein Specht hier an mein Ohr ran geht und ein Stück Gehirn aus mir rausholt. Ich wäre ein richtiger Fuchsbandwurm. Bah! Igitt! Bäh! Mülleimer gefunden. Das heißt, jetzt können wir unsere leeren Bierflaschen hier nebenstellen. Endlich! Das wird höchste Zeit. Na? Ich bin ein Tampon, was schon mal benutzt wurde. Das da ist ein Tampon. Das ist... Ah, mein Fuß, Alter. Das ist still, das ist cool. Es ist, hör auf, mich zu beißen. Wir haben hier einen verschmierten, verranzten... so einen richtig ranzigen Netto gefunden. Wir werden jetzt hier ein Bier und sowas kaufen gehen. Ich bin ein Nilpferdgesicht. Ich bin eine Lauchzwiebel. Ehemals. Ehemalige. So, neues Bier ist gekauft. Das heißt, wir können das jetzt erstmal einpacken. Und geprost. Ein Fläumchen bist du. Ja. Trinken jetzt was Grünes und was Pfefferminz, hier Pfefferspähhaftiges. Das Geile daran ist, man braucht morgen früh die Zinne putzen.
brauchen wir sowieso nicht. Ich bin eine Zahnpasta-Bakterie. Ich bin eine ranzige Zahnpasta-Raupe. Ich bin das Abwasser von Zahnbürsten. Guck mal hier, wir sind in Dörfern angekommen. Wir laufen jetzt da durch. So Leute, da vorne ist eine Gaststätte und deswegen gehe ich da jetzt rein, weil ich muss scheißen gehen. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich bin's wieder, euer Lieblings-David. Heute Abend sind wir an der Weser. Ich brauche dringendstens was zum Buchen rein. Ich bin ein Gehirneinbrecher. Und aus meinem Kopf spritzen ganz viele Kaulquappen raus. Und guck mal hier. Hier. Die sitzen schon draußen und Marv kommt hier vor, der kocht. Er kocht rum. Ich hab hier gepennt. Und es ist irgendwie kälter als die letzten Tage. Die Sonne fehlt. Ich bin ein richtiger Ranz. Ich bin ein Gesichtsgesicht. Ich bin ein Dotter. Ein urinfarbiger Dotter. Ein Uringesicht. Der Marvin hat Koffein hergestellt. Ja. Dankeschön. Ja, jetzt wird Koffein ins Gesicht reingemacht. Ja, ich hab. Hier ist auch Rührei. Ist das zu heiß, aber ich würde sagen. Kaffee draußen in der Natur zu saufen ist geil. Marvin hat Rührei gemacht. Das wird jetzt gefressen. Mit Speck und sowas. Und hier ist auch noch Kartoffelsalat. Ich bin ja eine Kopfkrankheit. Ich bin ein wintertarnfarbener Schlumpf. Aber mit dem komme ich gut klar. Aber wenn er zu kalt ist, ist das dann. Naja, muss es aber. Ich bin ein Rührei-Fresser. Ich war ein richtiger Fresssack. Ich muss endlich fett werden. Das ist wichtig. So, erstmal ein guten Morgen-Bierchen trinken. Aber heute ist leider nicht so schön wie die letzten Tage. Vom Wetter her. Weil guck mal, diese ganzen nervigen Wolken, die versperren die Sonne. Das nervt uns. Das geht richtig auf den, hier auf Hoden. Das ist richtig, als ob man Insekten vom Gesicht rausspritzt. So ja, fühlt sich das an. Er bringt 4 Uhr. Wir chillen hier noch ein bisschen rum. Und ich bin eine richtige, richtig versiffte Bakterie. Und da fliegt der Frosch wieder rum. Ach ja, der Herr Goldmann hat heute Morgen eine Spinne gegessen. Ich bin ein Hamstergesicht. Da vorne an diesem Baum, da ist ein Handy dran von den Herrn Goldmann. Und wir sind jetzt gerade im Livestream. So, das hier, das ist das letzte Bier, was ich dabei habe. Und das werde ich jetzt erstmal aufmachen und ja. Trinken. Auf deinem Handy geht's auch. Okay, sehr gut. Gib Prost.
Und wir chillen hier jetzt draußen, hier unter dieser Sonne. Hätten gestern mal noch Fleisch kaufen sollen oder irgendwas, ist heute noch mal. Und wir sind immer noch im Livestream dabei. Von den Herren Goldmann. Aus meiner Nase können Fliegen raus fliegen. So, langsam Dunkle kommt. Und war ich und Marvin gleich nach Hause fahren werden, werden wir uns von diesem Herrn Goldmann hier trennen. Und Herr Goldmann, er wird immer weiter und immer weiter mit zu Fuß laufen. Und das auf YouTube dokumentieren. Deswegen, ihr müsst alle rüberkommen. Ich hätte noch ein paar Tage länger gemacht. Aber ich muss ja für euch Videos schneiden. Deswegen muss ich ja irgendwann nach Hause kommen. Das ist ganz wichtig. Und weil sich das jetzt gerade anbietet, weil Marvin muss ja wegen seiner Arbeit nach Hause, bietet sich das jetzt gerade am besten an. So, wir haben uns ein Stückchen von dem Herrn Goldmann entfernt. Und wir gelaufen jetzt zum nächsten Bahnhof. Und der sollte hier in Dörfern sein. Deswegen gelaufen wir jetzt erstmal zum Dörfern, um dann diesen Bahnhof zu suchen. So, hier vorne ist Dörfern. Wir sind in Dörfern, das heißt, wir sind in Dörfern angekommen. Und hier laufen wir durch diese Ortschaft durch, bis zum Bahnhof. So, hier vorne ist eine Tankstelle und hier vorne ist ein Mülleimer. Das heißt, ich kann den ganzen Müll, was ich hier transportiert habe, da reinstecken. Und ich habe hier an dieser Tankstelle zwei Flaschen Bier gekauft. So, ich habe das eine Bier eingepackt und das andere Bier geöffnet. Geprost! Und jetzt gelaufen wir zum Bahnhof. Achso, das wollte ich euch zeigen. Und zwar hier, guck mal. Diese ganzen leeren Bierflaschen, die habe ich hier hingestellt. Was von meinem Müllsack drin war. Und das andere Müll, das habe ich hier rein gemacht. Ich bin ein Galoppiergesicht. So, wir sind hier im Bahnhof Dörfern angekommen. Und wir warten jetzt auf den nächsten Zug nach Bremen. Genau. Dauert aber noch 40 Minuten oder so. Ich bin eine richtige Küchenschabe. Wir werden von Zügen belästigt. Guck mal, unser versüffter Zug kommt hier angerollt. So, wir sind in Bremen. Wir sind jetzt in Bremen Hauptbahnhof angekommen. Und Marvcon TV, er muss jetzt umsteigen ganz schnell. Und deswegen sagt man schon hier Tschüss. Genau. Guck mal, hier vorne ist ein McDonald's. Und ich werde mir hier was, hier Armbrot besorgen. So, ich habe mir Armbrot eingekauft. Oi, 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 oi.
Fressen gefunden. Guck mal. Hier, meine Hände qualmen. Seht ihr das? Dieser Qualm.